Ja, hallihallo, hallöle, willkommen zurück zu Let's Fail Rune Factory Oceans. Nein. Ja, wir haben eben schon, ja, quasi Zwei Anläufe gemacht. schon fast 30 Minuten aufgenommen gehabt, bevor wir gemerkt haben, dass die Aufnahme abgebrochen ist, weil der Festplattenplatz, ja, voll war, sozusagen. Dementsprechend habt ihr jetzt ein ganz klein bisschen was verpasst. Ich wollte jetzt nicht nochmal von vorne anfangen, aber eigentlich viel. Was wir gemacht haben, war nur halt nochmal Geschenke verteilen, die Quest vom letzten Mal von der Sommerinsel abgegeben Sierra. bei Sierra. Was haben wir dafür bekommen gehabt? Ein Tropfenanhänger. Tropfenanhänger, den wir angelegt haben, der war ein bisschen besser. Den anderen vorherigen haben wir ihr geschenkt. Dann haben wir noch die Inseln abgegrast, die Tiere gebürstet, neu gepflanzt, und so weiter. Paar Geschenke gecraftet. Also ihr habt nichts mega Wichtiges verpasst. Wir haben jetzt nur. Außer, dass wir jetzt wieder auf der Insel sind, ja, auf der wir schon mal waren und dass wir da schon ein ganz kleines Stück weiter jetzt gekommen sind. Ihr Und seht auch das. die Monster wieder gezähmt haben. Die Monster haben wir schon wieder gezähmt, aber wie ihr seht, wir sind jetzt schon doch ein bisschen weiter auf der Insel. Was ist denn hier los? Du So. hast keinen Statusfehler, also bist du, Ja. wahrscheinlich bist du nur gerade wieder reinkommen. Ah, schon wieder Gift. Ja, wie gesagt, wir haben ein kleines Stückchen. Wir haben noch einen zweiten Turm bestiegen und einen weiteren Hebel umgelegt auf der Insel. Ein paar Geister haben wir noch gezähmt, aber sonst. Als beim letzten Mal gezähmt. Wann zählt man Ja, Geister? eingesammelt. Eingesammelt. Ja. So, mal die anderen Dinger machen. Also ihr habt eigentlich nur wirklich einen Bruchteil verpasst, jetzt wirklich einen minimalen. Also ich denke, damit kann man leben, denke ich. Ja. Bevor wir Was jetzt, nicht allzu oft vorkommt. ja, bevor wir jetzt eben nochmal von vorne, und ich meine, das meiste, ein Großteil von dem, was wir aufgenommen hatten, war ja auch nicht so interessant jetzt für euch. Wie zum Beispiel das neue Bepflanzen der Insel und so weiter. Von daher rentiert sich das für euch ja wieder. Du bist wieder vergiftet. Ah, schon wieder. Mann, das geht mir langsam auf den Zeiger, ganz ehrlich. Würm. Ich werde jetzt mal die Monster Monster sein lassen, weil. Ah, naja, komm. Wo ist denn hier noch. Ach, da hinten ist noch so ein Ding. Okay. Das mache ich mal platt. Ich will Ich die habe Mon. jetzt. Ich Ja? will die Monster jetzt mal alle erledigen hier. Ich habe jetzt gerade mal die Augen aufgehalten. Du hast da jetzt noch zwei Tore, aber keinen Turm mehr. Doch, da ist doch der Turm direkt vor uns. Echt? Das ist der Turm? Okay. Sieht nur aus wie so ein Balken von der Höhle quasi. So. Also ich eine Monstertor sehe ich jetzt aber nicht mehr, also. Nee. Müssten die Monster mal langsam fertig werden hier. Ach, und ein Level hast du noch gekriegt, ne? Das hast du vergessen zu erzählen. Naja. Kampflevel hast du gekriegt. Ja, Level habe ich bekommen, ja, richtig. Aber das hatten wir, glaube ich, in dem Part, wo wir das erste Mal auf der Insel waren, auch bekommen. Das weiß ich nicht mehr. Doch, bin da nicht relativ sicher. So. Mal der Mauszeiger ist wieder im Bild. Nach unten machen. So, haben die jetzt irgendwas abgeworfen, die Monster? Hier Da liegt was. läutet was, ja. Eine Wurzel, okay, aber mehr nicht. Oh, jetzt ist auch schon wieder mitten der Nacht und wir sollen schlafen gehen. Ja, Sonja, geh mir nicht auf den Keks, denn das hier wird wahrscheinlich gleich weg sein, wenn wir Aufgeben. hier draufgegangen sind. So. Ist das denn jetzt tatsächlich so, wenn du dich jetzt nach Hause porten würdest, müsstest du komplett wieder von vorne anfangen? Nein, natürlich nicht. Die Hebel bleiben natürlich aktiviert. Da hinten sehen wir schon unser Ziel. Und das wird jetzt. Ja. Monstertor direkt vor dem Turm, das ist ja auch mies. So, da lang, ne? Ne, hier. Hä? Was ist denn jetzt aufgegangen? Da, geradeaus. Das hier ist aufgegangen, okay. So, ich sehe nur ein Monstertor.
Silber. Dann machen wir das mal platt, das Monster-Tor. Das müssen wir ja sowieso platt machen, sonst kommen wir da gar nicht hoch. Ah, hinter dem Turm ist auch noch eins. Ja, sehe ich. Aber das ist, glaube ich, so ein besonderes. Da kommt, glaube ich, nur was raus, wenn wir das plätten. Mhm. Die Fische mache ich jetzt nochmal. Wir haben ein Fischfossil bekommen und wir wollen jetzt auch noch auf jeden Fall noch eine Schuppe kriegen. Eine Schuppe bekommen. Wenn es denn eine Schuppe war, entweder war es eine Schuppe oder eine Rippe oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, eine Schuppe. So, auch das. Moment. Gut, das Tor lassen wir Tor sein da hinten. Und gehen mal hoch. So. Ja, was ist ja jetzt fast erreicht, das Ziel, ne? Ja, das war das andere, glaube ich, was wir eben, Oh, ein dritter Geistschrein, das ist ja geil. Hier. So, wo sind die Tore da? Aber das ist ja wirklich cool, wenn du jetzt hier auf der Insel drei Geisterschreiner hast. Das ist ja richtig gut. Ja, das stimmt. Aber hatten wir auf einer anderen Insel auch mit dreien, also. Ich glaube, die Wüsteninsel, ne? Ja, das da oben ist wieder ein normales, also so ein Sondertor. Deswegen haben wir das alle jetzt. Die Fische mal platt machen. Gucken, ob die uns noch was geben können. Also da hinten ist was gedroppt. Ja. Monsterhaut, glaube ich. Nee, Qualitätsfell, okay. Schön. Haben wir auch noch nicht gehabt, glaube ich, ne? Doch, aber ich glaube nur einmal oder so. Stirbst du bitte? Danke sehr. So, dann wollen wir mal. Ah, es ist schon halb vier, ey. Ja, macht ja nichts. Dann schläfst du halt nur wieder länger, ne? Ach du Schande! Ja, zeig es den Monstern, das machen wir. Ja gut, die RP sehen ja noch super aus, ne? Versuch mal die Pilze als erstes, dann wirst du nicht so vergiftet. Ja, werde ich versuchen. Oh. Kurz nach vier, um fünf kippst du um, ne? Um fünf kipp ich um, ja. Oh, Schande. Daumen drücken! Das sieht nach magischem Pulver aus. Erst das hier öffnen. Kannst du bei Joe's noch wieder eine Truhe schätzen lassen? Nein. Energy Drink XL? Wollt ihr mich verarschen? Ich dachte, hier gibt's was anderes. So, jetzt aber ab nach Hause. Ich dachte, hier gibt's den Schlüssel zum neuen Dungeon. Da war ich eigentlich voll überzeugt von. Aber anscheinend nicht. Ab ins Heierbett! Ja. Ich war echt der Überzeugung, dass es hier den Schlüssel zum neuen Dungeon gibt. Stattdessen gibt es nur so einen billigen Energy Drink XL, also. Ja, dann kannst du jetzt bei Joe aber dann die Quest abgeben am nächsten Tag. Vielleicht kriegst du dann den Schlüssel. Nee, das stimmt nicht. Den kriegen wir immer nur aus einer Truhe. Okay. Gute Nacht.
Time to go to bed. Und erkältet? Nee. Wuhu. Good morning. Ja, aber nicht voll aufgeladen, wie man sehen kann. Naja. Gut, dann werden wir als allererstes verkaufen gehen, denke ich. Und wir haben Donnerstag, wir können auch mal wieder zum Markt gehen. Mhm. Ein bisschen Geld aus dem Fenster schmeißen, ne? Aus dem Fenster schmeißen doch nicht. So. What are you selling? So, die Gurken können weg. Spinat kann weg, die Erdbeeren können weg. So, das nicht. Die scharfen Fangzähne auch nicht. Medizinisches Kraut. Grünes Gras. Gelbes Gras. So, Unkraut. Das war's soweit, ne? Ja. Aber das Gift kann ich noch verkaufen. Ja. Und das Fischfossil natürlich nicht. So. Nee. So, hatten wir für ihn nicht... Achso, Pizza für ihn wollten wir auch nochmal machen, aber... Ja, die hatten wir letztes Mal gemacht, aber die ist uns ja leider verloren gegangen. Richtig, richtig. Wir werden jetzt mal James beschenken. Milchpudding fünfmal. Hier, mein Freund. Hä? So, bitteschön. Hast dich verklickt? Pizzaman. Pizzaman, das können wir immer noch machen, oder wollen wir... Ja, das läuft ja jetzt nicht weg. Gut. So, wo ist denn Joe? Ne, Moment. Joe ist... Der wird auf dem Markt sein, denke ich mal, ne? Am Strand ist er momentan. Okay. Ne, wir werden mal schnell mit der Pizza, das werden wir mal schnell noch gucken. Okay. Sonst denke ich dann nachher wieder nicht dran. Ich kann es mir aufschreiben. Ne, schon gut. Pizza! Wo ist die Pizza? Meeresfrüchte-Pizza ist sein Lieblingsgeschenk, aber die können wir uns auch noch nicht leisten. Du bist gerade auf dem Doria, ne? Vergiss das nicht. Ach stimmt, Pizza. So, wir brauchen nochmal Ketchup und Käse, ja. Käse. Käse gab's im Gasthaus. Und Ketchup müssen wir machen. Ja. Dann mache ich mal fünfmal Ketchup. War ja schon sechsmal. Echt? Okay. Ja. Den Käse gab's, glaube ich, im Gasthaus, oder? Mhm. Hallo. Ich weiß jetzt nur nicht, bei wem von den dreien. Oder von den beiden vielmehr. Werden wir sehen. Bitteschön. Kirschen. Da bist du glücklich und zufrieden. Rennst du schon wieder weg? Du wolltest Käse kaufen. Stimmt, hast recht. Wie? Käse, da ist er doch. Ja. Oh, komm, ich kaufe mal 15. So. Du hast das Geld, ja, ne? Ja, haben wir. Wir haben Geld, so. Wenn wir den ganzen Kram in die Truhe tun hier. Den wir noch in die Truhe tun müssen. Den Ketchup. Den Käse. Das Fischfossil. Solide Schwertspitze fürs Fossil. Die Geister. Ja, die blauen Geister. Die blauen Geister nicht. Die sind ja für die Winterinsel, ne? Stimmt, du kannst sie eigentlich alle behalten. Alle kann ich sie behalten, stimmt, ja. Ne, Moment. Die grünen Geister waren, glaube ich, für die... Wir hatten die roten Geister letztes Mal für die Sommerinsel. Die grünen Geister dürften Herbstinsel sein. Die kriegen wir noch. Gucken, ob es so war. Wir müssten die grünen... Ja, genau, da. Die grünen. Mhm. Herbstinsel, die kommt noch. Gut. Silber noch wegtun. Wurzel. Hartes Horn. Magisches Pulver, Qualitätsfell. So. Du hast sie gerade richtig schön verlesen. Wieso? Weil du gerade zu den scharfen Fangzähnen hartes Horn gesagt hast. Okay. Was haben wir denn hier? Saiblings-Sashimi, das können wir wegnehmen, das brauchen wir nicht.
So, dann kannst du den Wasserkristall noch reinpacken in die Truhe. Stimmt. Und dann kannst du, ja, kannst du eigentlich direkt loslegen mit der Pizza. Genau. Und Fisch für Mikoto. Da können wir auch gleich nochmal gucken, genau. Pizza! War die nicht letztes Mal extrem schwer? Das kann sein. Du hast ja auch eben noch ein Level gekriegt beim Ketchup. So. Na, machen wir nochmal zweimal Ketchup. Weil ich das hier nicht hinbekommen hab. Mhm. Oh, achte auf dein Leben. Du blinkst schon wieder. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gut, dass das Spiel dir sagt, dass du dann nicht mehr genug Energie hast, um irgendwas zu craften. Ja. Dass es dich nicht ins offene Messer rennen lässt. Das stimmt. So, jetzt haben wir fünfmal Pizza für unseren Freund. Ach, die Mützen können wir noch verkaufen, sehe ich gerade. Nee, die wolltest du doch Sierra schenken. Ach ja. Ja. Stimmt. Stopp! Fisch für Mikoto. Danke. Haben wir denn da was gegrillter Tintenfisch? Wie haben wir in der letzten Folge mit Jojo so schön gesagt, ich bin dein Notizbucher. Ja. Mein Kopf ist so voll. So, das reicht dann aber für Mikoto, denke ich. Ja, das gegrillte Makrele, gegrillter Makrelenhecht. Können wir alles noch machen. Ja, wenn du es alles verbraten willst, dann hau rein. Deine RP sind schon wieder runter. Wenn schon. Die Herbstwunder war ja auch, wo wir nicht gespeichert haben, oder? Die Herbstwunder konntest du noch nicht machen. Nein, ich meine, die haben wir doch geangelt. War das nicht da, wo wir nicht gespeichert haben? Ja. Ah, also haben wir sie jetzt nicht. So. Jetzt haben wir alles. Jo. Oh. Wir können ja mal gucken, ob du ein besseres Schwert kriegst. Ob du dir schon eins craften kannst. Ich glaube nicht. Warte mal. Hier unten haben wir noch Platz. Ja. So. Heieiei, aber haben wir ja. Alter Schwede, so viel Geschenkzeug. Wobei eigentlich die Kriegermedaille und die beiden bunten Gräser keine Geschenke sind. Nee, richtig, das sind für die Quest von Dings. Von Kelsey, genau. Von Kelsey, ja. Gut, achso, du wolltest gucken wegen Waffe, ne? Mhm. Gucken wir mal, aber ich glaube. Ah, da sind wir ja noch längst nicht so weit. Katana, wir haben das Onibi gerade. Ja. Hier fehlt uns Gold, das ist das Problem. Ach, scheiße. Wir brauchen immer Gold für bessere Waffen. Ja, das ist ja doof. Hm. Werden wir schon noch kriegen. So, jetzt gehen wir mal zum Markt. Wen haben wir jetzt schon beschenkt eben? Nur Lilly. Für den heutigen Tag nur Lilly, ja. Lilly, ne? Hm.
Aber der Markt ist, glaube ich, erst ab 12. Kann das sein? Ich glaube, ne? Ab 10, glaube ich. Sicher weiß ich es auch nicht. Nee, weiß ich jetzt auch nicht. Moment. Der ist ja sowieso oben. Ja. Manchmal sehe ich, wie Backus angeln geht. Ich möchte das auch mal probieren, aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt etwas fangen werde. Oh, ist der süß. Oh, Jocelyn, die können wir auch beschenken. Super. Ja, der, ja, süß, ne? Aber du musst nicht immer süß sagen, wenn du, ja, du weißt schon. Hm? Well, wow. This is very interesting. Natürlich kannst du das haben. Nee, hier ist noch nicht, aber hier ist auf dem Schild, müsste das stehen. Mann. Ja, toll, das ist sehr sinnvoll. Ach, auf dem Schild steht das, glaube ich. 12 bis 18 Uhr, ja, wusste ich doch. Na denn? Aber trotzdem müsste Joe, glaube ich, noch am Strand sein. Ach ja, wir müssen ja zu Joe. Joe, nee, ist nicht doch am Strand, ja. Dann müssen wir wieder nach unten. Da sehe ich Backus, dann werden wir den auch mal ganz kurz noch ärgern. Ich meine, beschenken, nicht ärgern. So, Meister Backus, wo sind deine eingelegten Brücken? Na, die müssen wir auch neu machen. Ja. Haben wir nur noch eins jetzt. Du kannst du vielleicht noch mal Freundschaftsgrade gucken gleich. Hallo Pandora, für dich müssen wir auch mal wieder was. In der Truhe hast du noch was, ich weiß aber nicht wie viel. Mein Stab trägt den Namen Caduceus. Er ist ein einzigartiges Artefakt. Sicher beneidest du mich darum. Und du wirst doch... Du wirst ihn nie besitzen. So. Ich werde dir nicht einmal das Recht gewähren, Nachbauten anzufertigen. Du, das interessiert mich auch gar nicht. Ja, kann ich machen. Ich muss... Ja, ich muss eigentlich auch mal für Pandora... Weiß auch nicht. Ja, im Moment wachsen ja keine Bäume. Das müssen wir auch nochmal ändern. Auf der Sommerinsel hast du doch jetzt den Baumtypen. Ach ja, richtig. Dann werden wir da Bäume wachsen lassen. Joe. Hier, bitteschön, erstmal. Und dann... Morning there. Toll, die Blätter stammen also von der Insel mit dem Dschungel. Mann, jetzt möchte ich unbedingt dorthin. Ich könnte ein kleines Boot nehmen. Vielen Dank, hier ist deine Belohnung. Wuhu! Heugabel. Was soll ich denn da? Heugabel, Mann! Heugabel, toll. Die kannst du dir sonst wohin schieben, hätte ich jetzt fast gesagt. Okay, gut. Heugabel. Gut. Machen wir mal ein paar eingelegte Gurken. Das sollte auch hier sein, wahrscheinlich, denke ich mal. Oder auch nicht. Doch, doch. Nee. Kochgemüse? Nee, ist nicht hier. Eingelegte Gurken. Dann wahrscheinlich hier. Da. Ah, wuhu. Und danach gehen wir zum Markt. Yeah. Party. So. Sollte reichen, oder? Nee. Doch. Nee, eins noch. Ja, mein Gott, doch. Das eine kommt jetzt auch nicht an. Ah, so immer 5 auf Vorrat haben ist schon nicht schlecht. Den komischen Stab verkaufen wir gleich wieder. What are you selling? Den guten Mann kannst du doch direkt beschenken. Thank you so much. Ja, mache ich gleich. Ach, hier oben ist immer noch gegrillter Tintenfisch. Und Misslungenes. Und Misslungenes, ja. Thank you so much. Eingelegt. Ach, deswegen hatten wir nicht genug eingelegte Gurken, wegen dem hier.
Ja. Das verkaufe ich jetzt mal. Das nervt nur. Und das Saibling-Sashimi verkaufe ich auch. So. Gut. So, jetzt beschenken wir ihn. Pizza, Pizza. Wo war die Pizza? Mann, ich hab ganz schon. Ganz unten, ganz unten. Bitte sehr. So. Da, das haben wir noch nicht. Alpha Mikoto haben wir jetzt einen Mega-Vorrat. Ja, definitiv. So, aber jetzt geht's wirklich zum Markt. Ja, du hast immer noch viel Zeit. Hallo, Odette, Odette, bleib hier. So. Du wolltest, dass ich immer nachgucke. Oh, Lilly ist fertig. Boah, ansonsten. Oh, Joe ist auch fertig. Ja, sehr gut. Und Bacchus. Ja, läuft doch. Ob Bacchus sich wieder abfüllt. Ah. Jocelyn sitzt schon da, aber die brauchen wir nicht. Also komm. Und da kommen die anderen. Hey. Kannst du mit Joe direkt sprechen? Oder geht das heute nicht? Nee, ich denke, wenn die da am Markt stand sind, weiß ich nicht mehr genau. Wir probieren es mal. It's midday. Okay. Hey, genau dich wollte ich sehen. Kannst du mir mal helfen? Natürlich. Aiden, ich möchte dich etwas fragen. Mich etwas fragen? Neulich sah ich ein Mädchen, das ich noch nie gesehen habe, in dein Haus gehen. Wer war sie? Kannst du mich ihr vorstellen? Ein Mädchen, das in mein Haus ging? Bist du sicher, dass es nicht Lilly oder Odette war? Ich sagte doch, ich habe sie noch nie gesehen. Sie hatte weiche Haare, ein süßes Lächeln und sah im Allgemeinen so zart aus. Klingt fast nach Violett. Ich liebe solche Mädchen einfach, die den Beschützerinstinkt in einem wecken. Wer war sie also? Du musst mich ihr vorstellen. Ich kann dir nicht vorstellen, weil ich keine Ahnung habe, von wem du sprichst, Sonja? Nein, das sagt mir gar nichts. Ich kenne kein Mädchen, zu dem die Beschreibung passt. Come on. Wie? Da muss sie eine Zauberei oder sowas sein. Das macht Sinn, schließlich war sie genau mein Typ. Oh. Sie muss ein Engel sein. Oh, wo bist du, mein Engel? Dü-dü-düm. Glaubst du, er hat Fieber oder sowas? Na, das würde mich nicht wundern. Also, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass er Pandora gesehen hat. Ja, möglicherweise. Weil die kommt ja öfter in unser Haus. Auch wenn sie jetzt nicht wirklich auf seine Beschreibung zutrifft, aber okay. Ne? Ach, die Mützen, die Mützen. Ah, die Mützen haben wir ja für sie, genau. Hey there. Da setzt sie sich wieder die Mütze auf. Gut. Ja. Dann wollen wir mal jetzt zu James gehen. Hello. Hello. Und mal wieder ein bisschen was kaufen. So, warte mal, erstmal den Meisterschmied. Und die Meisterwerkstatt, wenn wir schon dabei sind. So. Meisterapotheke, werden wir mal alles jetzt hier kaufen. Meisterschreinerbank. Und gigantisches Lager. Jetzt haben wir auch die ganze Code rausgegeben. Nein, die kannst du noch nicht, aber. Doppelbett. Jetzt hast du kein Geld mehr. Kinderbett. So, jetzt habe ich zwar fast kein Geld mehr, aber ich habe alles gekauft, was es gibt. Jetzt brauchen wir nie wieder zu James, um beim Markt zu gehen.
Okay. Ja, wir haben alles jetzt. Und das Geld kriegen wir ja wieder rein, also von daher. Naja. So, hat er noch was Neues? Wahrscheinlich nicht. Nee. Oh, Stufe 3. Hast du schon Stufe 3? Doch, die habe ich. Stufe 4 gibt es, glaube ich, gar nicht. Weiß gar nicht genau. Nee, ich glaube nicht. Nee, wir haben schon alles. Gut. So, dann wollen wir mal zu den anderen. Lilly war es, glaube ich, noch. Und, genau, Lilly und Bacchus sind fertig. Lilly und Bacchus, gut. Gucken, wo die beiden sind. Lilly ist im Gasthaus und Bacchus ist auf seinem Schiff. Okay. Dann werden wir mal zu Bacchus als erstes. Der ist ja in der Nähe. Mhm. Nee, der ist, glaube ich, nicht am Schiff, sondern am Kai. Ah, du hast recht. Nee. Die Frage ist nur, welches Ende vom Kai? Da. Ach, da ganz vorne. You're looking mighty. Ahoi, magst du mir Gesellschaft leisten? Ich muss mir die Zeit vertreiben. Natürlich. So gefällt mir das. Und er lässt sich jetzt wieder volllaufen, wa? Hm. Oh, hoho, willkommen, willkommen. Es ist etwas schmutzig, aber hau dich hin und mach's dir gemütlich. Hier lebst du also, alter Mann. Das heißt, du hast all dieses Zeug gesammelt? Man sagt nicht alter Mann, das ist nicht echt bei. Hey, du hast ein gutes Auge. Das sind fürwahr alle Sachen, die ich in meiner Zeit auf dem Meer gefunden habe. Das habe ich aus dem Magen eines riesigen Oktopusmonsters und das hier gehört einem Ohrkönig. Hä? Ist das? Oh, falsche Stimme. Ist das eine Piratenflagge? What the? Oh, also das ist, Okay. Richtig, entschuldige, Kind, aber ich muss jetzt weitermachen. Mir ist da gerade noch etwas eingefallen, das ich zu erledigen habe. Vielleicht nächstes Mal. Bacchus ist ein Pirat! Oder war es zumindest mal. Tja, das hat ihm wohl nicht geschmeckt, dass wir das gefunden haben. Oje, oje. Okay. Auf ins Gasthaus. Jo, und eine Buddel rum. Das passt aber zu ihm. Ja. So, mal gucken, ob Lilly uns wieder bekochen will. Wahrscheinlich. Ich meine, Odette macht das zwar auch, aber... Die kann's ja auch. So, Moment, wo ist er denn jetzt? Eben war sie noch gar nicht hier. Neben mir. Ist sie hier vielleicht? Hallo. Nö, sind die Kinder? Oder ist sie schon auf ihrem Zimmer neben dir oder nicht in die Uhrzeit? Vielleicht doch auf ihrem Zimmer? Nö, hier ist keiner. Ist sie vielleicht irgendwo sauer machen? Steht sie auf der anderen Seite vom Hotel oder was? Also das Einzige, was ich... Hier weiter unten vielleicht? Nee. Das ist ja merkwürdig. Ich sehe sie nicht, also. Nee, ich auch nicht. Angeblich ist sie direkt hier irgendwo, also. Naja, aber du kannst ja noch, wenn du dem Hotel weiter folgst, kannst du ja auch noch ein Stück ans Wasser gehen. Ah, hier.
Genau da meinte ich nämlich. Ja. Oh, hallo. Ja, na klar, haben wir Zeit zum Plaudern. Lily. Wie läuft es mit deinen Kochversuchen? Oh Gott. Ja. Also, darüber... Odette hat mich erwischt, als ich geübt habe. Und sie hat mir verboten, die Küche zu benutzen. Oh mein. Und ich wollte so gern etwas Leckeres für dich zubereiten. Es tut mir so leid. Nein, das ist in Ordnung. Eigentlich bin ich erleichtert. Schon gut. Aber ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich schleiche mich nachts in die Küche. Na, die werden Augen machen. Oh weia. Du willst... geht das nicht etwas zu weit? Finde ich aber jetzt auch nicht nett, das von Odette, das jetzt ihr einfach zu verbieten, sag ich mal. Ja. Auch die beiden sollten sich einfach mal zusammentun und zusammen üben. Ja, auch wenn sie dann vielleicht da die Küche ein bisschen in Ordnung bringt, aber trotzdem. Ja, gut. So, ja. Was sagt deine Zeit? Ja, so gut 10 Minuten haben wir noch. Ich könnte mal gucken, ob es hier was Neues gibt. Elena! Antikes Golem-Handbuch. Wir können mal das von Odette machen, erstmal schnell. Mhm. Denn sie ist gerade hier. Jawohl. Das hatten wir ja schon gemacht. Ja, aber dann musst du verhandeln. Dann kriegst du die Dinger wieder umsonst. Und jetzt los. Also, verhandeln. Und dann wieder an sie verkaufen. Ja. Wow, die bringen ja gut Kohle, wa? So bescheißt man Leute. So. Oh, Elena hat auch... Elena hat gleich so drei Dinger. Wie war denn das auch für Elektra? Achso, da brauchen wir aber noch einen Fisch. Das war für die Haarspange, genau. Angelwettbewerb, ich glaube, das können wir jetzt machen. Ich war gar nicht... Ich bin nicht ganz sicher. Ja gut, Joe kann ja jetzt in die tieferen Gewässer, aber ich weiß nicht, ob dein Angelskill auch noch ein bisschen besser werden sollte dafür. Hm... Ich könnte, brauche Hilfe bei einer Lieferung. Könntest du Pandora etwas bringen? Okay. Machen wir das mal. Obwohl, ich glaube, Elena, die wird wahrscheinlich noch pennen gerade, ne? Nee. Sie ist auf dem Weg hierher. Sehr gut. Wo kommt sie denn? Oben wahrscheinlich. Da kommt... Sierra? Sierra? Nee, die kommt von der anderen Seite. Zumindest laut... Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. Die Karte ist manchmal echt komisch zu lesen. Sie ist jetzt unten. Jetzt ist sie unten, okay. Dann gehen wir mal nach unten. Da ist er ja, okay. Schenken wir erst nochmal was? Ja. Es gab ein schwarzes Brett an der Nachricht von dir, dass du Hilfe brauchst, oder? Ja, die Bestellungen häufen sich. Ich brauche jemanden für die Lieferung. Mach ich. Was soll ich dir liefern? Gib dieses Kupferarmband Pandora. Vergiss nicht, dich bezahlen zu lassen. Es sieht aus wie ein gewöhnliches Kupferarmband, aber es ist von höchster Qualität. Sie soll es gut behandeln. Okay. Hübsches Teilchen. Wo hockt die denn schon wieder rum? Im Gasthaus. Nee, in meinem Haus. Oh.
Ja. Was ist das? Ich habe dies von Elena bestellt. Sie bat mich, dir das zu bringen. Ah, sehr gut. Danke, du hast deine Pflicht gut erfüllt. Tschüss. Du hast sie nicht bezahlen lassen. Achso. Hey, hast du nicht was vergessen? Das stimmt. Gespräch über die Bezahlung sagt ihr, dass sie sich drum kümmern soll. Natürlich, ich würde das Geld verlangen. Gespräch über Bezahlung. Oh, ich vergaß. Ich muss Elena ihre Belohnung geben. Magischer Kristall erhalten. Ja, auf zu Elena damit, ne? Den würde ich gern selbst behalten. Okay. Na gut, wollen wir mal nicht so sein. Moment, müssen wir den wirklich geben? Ich will nicht, ich will ihn selbst behalten. Geh zu Elena und sag es ihr. Okay, vielleicht will sie das Ding gar nicht. Wo ist sie jetzt? Immer noch unten. Immer noch da unten. Und danach müssen wir den Part dann beenden. Mhm. Da steht sie wieder am Fahrstuhl, okay. Lass uns. Doch sollte es so gehen. Und dann. Ich schätze, sie kann mir nicht hören, wenn sie viel nachdenkt. Okay, ich muss also doch den Kristall geben. Na gut. Nun hast du es ihr gegeben. Und sie hat mich auch bezahlt. Ist das für dein Dankeschön okay? Ich brauche es nicht mehr. Axtanleitung, okay, die brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber egal. Gut, gucken, was haben wir für den nächsten Part schon was hier? Gut. Aber Dad braucht auch nicht mehr lange. Na gut, wir werden dann mal ab nach Hause. Bitte direkt speichern. Ja, machen wir mal. Ja, Freunde, das war der neue Part Let's Play Rune Factory Oceans. Ich hoffe, es hat euch nicht so viel ausgemacht, dass wir am Anfang halt ein ganz kleines Stückchen ohne euch machen mussten, sozusagen. Und ja, beim nächsten Mal hören wir uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Rune Factory Oceans, und mal schauen, was uns dann erwartet. Ja, macht's gut, ciao, sagt euch euer Dreamy. Und die letzten Worte hat natürlich die... Ja, der Geist des Hauses, Julie. Ja, danke schön. Ja, wie Dreamy schon sagte am Anfang, fehlen euch ein paar Minuten. Wir waren jetzt, wie gesagt, auch nicht weiter wild, war nur hier und da mal ein Gespräch. Dafür werden wir den nächsten Part dann richtig mit euch zusammen beginnen. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.